So Leute, da bin ich wieder zurück und ihr habt es bestimmt schon am Thumbnail-Titel gelesen. Meine Comics sind endlich angekommen. Ich habe am Dienstag die Benachrichtigung bekommen, dass der Versand quasi vorbereitet wird. Gestern habe ich die Nachricht bekommen, dass die Sache halt in Hamburg ist. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass die heute noch ankommen. Aber wie ihr seht, warte mal, wir gehen gerade einen Spind. Gehen gucken. Zack, ihr seht, der Skin ist noch nicht da. Ich werde euch natürlich jetzt zeigen, wie das Ganze einzulösen ist. Ich habe das Heft halt ganz normal aufgemacht. Auf der allerletzten Seite, da steht unten links der Code. So, dann sollten wir auf fortnite.com/redeem gehen. Das mache ich jetzt mal gerade, beziehungsweise habe ich schon vorbereitet. Dann steht hier genauso wie jetzt, ihr müsst euch hier oben rechts natürlich einloggen, ist klar. Und dann einfach den Zugangscode eingeben. Bei mir ist das WSUSX, dann FXUUFQFQL4GY. Dann haben wir GRHVB. So, dann müsst ihr es halt so eingeben. Ihr habt natürlich einen anderen Code, ist klar, weil den Code kannst du immer nur einmal einlösen. Dann geht ihr halt ganz simpel auf Einlösen. Dann bestätige, dass du diesen Code auf deinem Konto einlösen möchtest. Guckt nochmal, ob ihr auf dem richtigen Account seid. Ihr seht schon, Rebirth Harley Quinn Outfit. Und dann aktivieren. Zack, dein Code wurde erfolgreich eingelöst und kann auf deinem Gerät in Fortnite eingesetzt werden. Habt ihr es noch nicht auf dem PC installiert, aber das ist eigentlich eh klar, dass das installiert werden soll. So, und wie wir sehen, zack, da ist mein Skin. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen helfen. Natürlich ist bei dem einen oder anderen auch nicht so leicht, an das Heft zu kommen. Denkt dran, von dem Heft gibt es am Ende 6 Varianten und man bekommt halt immer 6 verschiedene Dinge, die man halt dann erhält. Einmal ein Kleider, einmal eine Pickaxe, meine ich sogar. Ich habe da eben noch ein Video von gesehen, das wollte ich eigentlich auch noch für euch vorbereiten, aber natürlich erst dann, wenn ich auch hier irgendwas habe zum zeigen, dass ich schon irgendwas habe davon. Und in dem Sinne, wie gesagt, wenn ich euch helfen konnte, gerne ein Like da lassen und in dem Sinne euch noch viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt den Skin dann auch so schnell wie möglich, ansonsten müsst ihr halt warten, bis im Juni soll der Skin dann in den Shop kommen. Und euch natürlich wie immer viel Spaß beim Leveln und haut rein.